Demolition Man ist ein futuristischer Science-Fiction-Thriller. So futuristisch, dass er in dem Jahr 1996 spielt. Ja, wer erinnert sich nicht mehr an die Zeit 1996, vor 15 Jahren, wo... ja. Außerdem, kleine Idee, wenn ein Film 1993 produziert wird und man möchte eine futuristische Zukunft darstellen, wieso dann 3 Jahre später? Vor allem, wenn in diesen 3 Jahren solche Sachen erfunden wurden wie ein kryogenisches Tiefschlafgefängnis. Warum hängt man dann einfach vorne eine Zahl an und macht aus 1993 2093? Weil das ist dann eine Zeit, die Leute, die den Film sehen können, wahrscheinlich nicht mehr erleben und sich dann auch nicht drüber lustig machen können. Aber 3 Jahre später, vor allem wenn ich mir den Film jetzt ansehe und mir denke, also, das kann ich mir irgendwie nicht mehr erinnern. Gut, was ich im Review zu Demolition Man machen möchte heute, ist wieder, ich begleite euch einen gewissen Weg durch die Story des Films, möchte aber weder das Ende noch wirkliche Spoiler zur Story aussprechen, wenngleich ihr natürlich durch meine Erklärungen einige Details über den Film, die Geschichte und dessen Verlauf erfahren werdet. Wer das komplett vermeiden möchte, der springt bitte zum Ende dieses Videos und sieht sich nur die Zusammenfassung an. Wir beginnen mit der ersten Szene, wo Sylvester Stallone den Wesley Snipes jagt und wir sehen, wie am Boden Benzin verteilt wird und sich Wesley Snipes diesem Benzin mit einem Bunsenbrenner nähert. Ja, ein bisschen größer als Matt. Aber wer sich ansatzweise ein bisschen damit auskennt, weiß, Benzin brennt nicht, es brennen Benzindämpfe. Das heißt, wenn hier der Boden ist und dieser Boden mit Benzin bedeckt ist und Snipes geht her und hält den Bunsenbrenner in etwa in dieser Distanz, wird das Zimmer zur Explosion bringen. Ja, und wenn dieses Benzin schon etwas länger da ist, dann reicht es auch, wenn er in Augenhöhe den Brenner anzündet und wird in die Luft fliegen. Gut. Abgesehen davon werden dann Snipes und auch Stallone dafür, dass er während seinem Einsatz ein paar Leute auf dem Gewissen hat, eingefroren. Erst im Jahre 2032 werden sie wieder aufgeweckt und das, obwohl ich mir einbilden kann, im Film wird gesagt, sie waren 29 Jahre im Tiefschlaf. 96 plus 29 ist 32. Ah, passt nicht. Und wir sehen dann diese ganze neue Technologie von 2032, sowie zum Beispiel einen elektronischen Graffiti-Sprüher, der aus dem Rasen kommt und auf das Schild von irgendeiner Firma ein Graffiti sprüht. Außerdem gibt es auch die entsprechende Gegentechnologie, nämlich den automatischen Graffiti-Entferner, der bei diesem Schild angebracht ist und das aufgesprühte Graffiti gleich wieder entsinkt. Was? Das ist die erste Technologie, die wir kennenlernen? Warum erfindet man sowas? Und wer erfindet sowas? Du. Lass uns. Als nächstes sehen wir Sandra Bullock in ihrem Büro mit einem Lethal Weapon 3 Poster. Random? Und dann endlich wird Wesley Snipes wieder aufgeweckt. Er, nach seinem angeblich 29 oder 36 Jahre, hier wie man es auch nimmt, dauernden Schlaf, die Frisur sitzt immer noch. Das war dann das quasi Vierwetter plus kryogenisches Einfrieren, Haarspray, das finde ich toll. Snipes bricht aus und killt auch gleich einen der Wissenschaftler dort. Und scheinbar gibt es Morde in dieser Zukunft
kaum mehr, beziehungsweise überhaupt nicht mehr, weil es wird aufblitzen auf dem Computer ein Code 187. Und niemand weiß, 187 übrigens ist heutzutage in Amerika schon der Police Code für Mord, aber niemand kennt diesen Code mehr. Tippen Sie in den Computer ein, was kommt als Ergebnis? Murder, Death, Kill, Murder, Death, Kill, Murder, Death, Kill. Und es sagt wirklich der Computer geschätzte 500 Mal in dieser einen Szene Murder, Death, Kill, Murder, Death, Kill. Und das Wort heißt so MDK oder auch Murder, Death, Kill. Was? Ich meine, ganz ehrlich, ich sage ja auch nicht Bankraubüberfall, Diebstahl. Es ist... Wieso Murder Death Kill? Und ganz ehrlich, die Produzenten von dem Film müssen das auch noch für eine gute Idee gehalten haben, weil auch abseits von dieser Szene wird ziemlich oft von einem Murder Death Kill gesprochen. Anyways, nach seinem Murder Death Kill ist dann Wesley Snipes draußen, hackt sich binnen Sekunden in dieses neue Computerterminal ein. Natürlich, die Technologie hat sich ja in diesen 36 Jahren überhaupt, 29 Jahren, überhaupt nicht weiterentwickelt. Selbstverständlich kennt das ein Verbrecher der späten 90er die Computertechnologie von in 40 Jahren. Und nicht nur das, er schafft es auch, diesen automatischen Graffiti-Entferner so zu hacken, scheinbar mit einem komplett damit unverbundenen System, dass er jemanden damit umbringen kann. Und er schafft es auch, eines der neuen batteriebetriebenen Polizeiautos in 1-2 Sekunden in die Luft zu sprengen. Wow, der Typ muss genial sein. Gut. Wir sind jetzt endlich dabei, dass auch Sylvester Stallone wieder aufgetaut wird. Gleich in der Sequenz, wo er aufgetaut wird, konfrontiert man ihn mit dem Wort Murder, Death, Kill, was er überhaupt nicht seltsam findet. Er reagiert überhaupt nicht auf das Wort und eine wirklich lustige Sache in dem Film, die ein Running Gag ist, in dieser Zukunft ist alles verboten, was schlecht für einen ist. Also rauchen, trinken, fluchen, Sex, was? Okay, über das sprechen wir dann nachher noch, aber jetzt konzentrieren wir uns nur mehr auf das Fluchen. Jedes Mal, wenn Sylvester Stallone flucht, muss er quasi eine Strafe zahlen oder irgendein Apparat beschwert sich und spuckt so ein Strafmandat aus. Und das finde ich sehr witzig, vor allem, weil es dann einige Szenen gibt, in denen sich Sylvester Stallone wirklich ärgert und neben ihm fallen diese Zetteln aus der Maschine raus. Großartig. Außerdem, Sylvester Stallone geht dann in seiner ersten Szene in diesem Polizeipräsidium aufs Klo, kommt zurück, fragt nach dem Klopapier und also, Klopapier, was ist denn das? Und Stallone fragt dann, neben dem Klo sind nur so drei komische Muscheln irgendwie da. Wie verwendet man die? Er weiß nicht, wie man die Muscheln bedient. Er war zwar 29, 36, wurde aber Jahre eingefroren, aber dass man die Muscheln nicht bedienen kann. Natürlich kann er das nicht. Natürlich kann er die neue Klo-Technologie, die neue Hack-Terminal-Technologie, die neuen batteriebetriebenen Polizeiautos nicht bedienen. Obwohl Wesley Snipes das scheinbar gelernt hat. Aber wieso lachen ihn die aus deswegen? Ich meine, das sind ja Polizisten, die wissen ja, wer Stallone ist und woher er kommt. Die müssen ja ansatzweise eine Vorstellung haben, dass er diese Technologie nicht kennt. Okay, gut. Keine Sorge, es wird noch schlimmer, aber... wir sehen dann Wesley Snipes in einem Museum, wo so eine Seitengasse aus dem Jahre 2010 in einer Ausgrabung zu sehen ist. Ja, ich erinnere mich an die Ausgrabungen, wo ich in meiner Kindheit war, aus den 80ern. Da hat man wirklich schöne Straßenzüge und so weiter aus den 80ern unter einem Museum gesehen. Nein, hat man nicht! Wieso soll man 2032 eine Ausgrabung haben von etwas, das 22 Jahre her ist? Außerdem... da gibt's eine witzige Szene, wo dann Snipes und Stallone in dieser Ausgrabung kämpfen. Dieser Hydrant, der da drinnen steht,
funktioniert selbstverständlich noch und lässt Wasser nach oben spritzen, wenn der beschädigt wird. Außerdem, wer genau hinschaut, sieht, wenn Wesley Snipes von dort flüchtet, dass dieser Steinboden seinen Schritten ein kleines bisschen nachgibt. Finde ich sehr witzig. Gut, wir kommen zum ersten Mal, wo der Film tatsächlich etwas erklärt. Angeblich soll es irgendwann einmal, ich schätze nach 2010, weil sonst wäre das in der Ausgrabung nicht, ein großes Erdbeben gegeben haben, das ziemlich viel vernichtet haben soll. Und trotzdem gibt es dann diesen riesigen technologischen Fortschritt. Die ganze Welt wieder aufgebaut in ein, zwei Jahren mit unfassbaren Veränderungen, die man über Jahrhunderte normal nicht schafft. Cool! Und das ist einer meiner Lieblingsteile im Film. Wir befinden uns zurzeit so in etwa in Minute 55. Und Sylvester Stallone wird groß zum Essen eingeladen. Und zwar zu Pizza Hut. Aber was einem sofort auffällt, wenn dieser Ober-Dingsbums-Boss dort von dieser neuen Zeit das Wort von diesem Restaurant sagt, dass sich seine Lippen komplett anders bewegen. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, vielleicht irgendein Lag vom Laptop, dass das Bild und Ton kurz asynchron an Spule zurück. Nein, bleibt so. Dann geht der Dialog weiter und jedes Mal, wenn in einem Satz Pizza Hut erwähnt wird, ist die Lippenbewegung komplett asynchron. Und ich habe es gezählt, das ist in ungefähr 3 Filmminuten 7-mal. 7-mal wird von diesem Geschäft, davon, dass Stallone sich durchaus auf eine Pizza freuen würde, gesprochen. Haha, Product Placement kann so schmerzhaft sein. Und diese nachsynchronisierten Dialoge sind witzigerweise noch dazu viel schlechter als die Originaldialoge. Vor allem, wenn Sandra Bullock einen Satz neu einsprechen musste, dann klingt das so, als würde sie im Mikrofon sonst einschlafen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich sollte an diesen Stellen Taco Bell gesagt werden. Nur, ich denke, was für den internationalen Release des Films, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde das dann getauscht und eben zu Pizza Hut. Und wenn man genau schaut, auf der Blu-ray ist die ausgetauschte Version drauf. Und wenn man genau schaut, gibt es ein, zwei Stellen angeblich, wo man noch das Taco Bell Logo sehen kann. Wie gesagt, Product Placement in der Art finde ich prinzipiell absolut schmerzhaft, aber mit der Backstory ein Wahnsinn. Es gibt eine längere Szene, wo Sylvester Stallone und Sandra Bullock dann zu diesem Restaurant hinfahren und unterwegs erfährt Stallone, dass es eine Schwarzenegger Presidential Library gibt und dass Arnold Schwarzenegger irgendwann einmal Präsident war, und sie erklären das irgendwie, dass es extra für ihn ein Amendment to the Constitution gegeben hat, dass es ihm eben auch als nicht geborener Amerikaner erlaubt, Präsident zu werden. Absolut genial, vor allem weil damals, wie der Film gedreht wurde, ja eigentlich Schwarzeneggers politische Karriere noch gar nicht so absehbar war. Und man könnte sich vorstellen, vielleicht ist das Ganze, der Gag, eine Antwort auf den Gag in Last Action Hero, wo Schwarzenegger in diesem alternativen Universum in eine Videothek geht und dort sieht man Sylvester Stallone als Terminator. War schon dort ein genialer Gag, ist hier auch ein wirklich genialer Gag. Und was Demolition Man auch noch kann, ist, er hat nicht nur einen der besten One-Liner-Gags, den Sylvester Stallone je gesprochen hat, er hat einen der besten One-Liner, die ich in meinem gesamten Leben jemals in einem Actionfilm gehört habe. Müsst euch vorstellen, vor diesem Restaurant wird Stallone von irgendeinem Typen attackiert und er sagt zu ihm: "Das wirst du den Rest deines Lebens bereuen. Alle beiden Sekunden." Geil! Ja? Und oh, ja, ich habe vorher aufgezählt, dass Sex verboten ist in diesem Parallel, in dieser Zukunft. Und da gibt es eine wirklich witzige Szene, wo Sandra Bullock und Stallone bei ihr zu Hause sind und sie fragt ihn, so bla bla bla, ich mag dich wirklich, magst du mit mir Sex haben? Stallone so, ja,
warum eigentlich nicht? Und sie setzt ihm so einen seltsamen Hut auf. Und dann durch diesen Hut sollen angeblich die Energien der beiden ausgetauscht werden, bla bla. Auf jeden Fall sieht Stallone so eine flashige Bilderfolge vor seinen Augen, das heißt Sexverbot für Epileptiker. Und dann fragt er sie einfach ganz verständlich, wie wär's, wenn wir auf die alte Art, die old fashioned way machen. Sie, wie geht das? Und dann immer, wie pflanzt sich diese Generation fort? Wie gibt es da Kinder? Wie gibt es da irgendwas? Naja. Auf jeden Fall, am nächsten Tag, dafür, dass sich Stallone dann ihr gegenüber etwas böse scheinbar verhalten hat, strickte er einen Pullover als Entschuldigung. Ich wiederhole das. Der härteste Cop, der den Beinamen Demolition Man hat, also quasi der Mann der Zerstörung, strickt als Entschuldigung einen Pullover. Gut, aber die Szene hat auch einen Sinn. Endlich wird erklärt, was zum Teufel mit Stallone und Snipes passiert ist während diesem kryogenischen Schlaf. Die Sache ist nämlich folgende. Während die Verbrecher aus der alten Zeit tiefgefroren waren, wurden in ihr Gehirn neue Programme eingespielt, wie man sich entsprechend den Normen der Gesellschaft verhält. Und so wurde eben bei Stallone einprogrammiert, wenn etwas Böses ist, strick einen Pullover anstatt jemanden die Zeine neu irgendwie anzuordnen. Vor allem so gehsteinmäßig. Und bei Snipes scheinbar hat sich da jemand ins System gehackt und ihm Kenntnisse über die neue Technologie, den Murder, Death, Kill und so weiter einprogrammiert. Und deswegen konnte er das Ganze. Das heißt, ab jetzt ist der Teil, über den ich mich am Anfang des Films noch lustig gemacht habe, schon wieder hinfällig. Nur die Erklärung wäre früher vielleicht etwas besser gewesen, damit man nicht ungefähr eine Stunde lang ratlos da sitzt. Es geht dann weiter, dass Sylvester Stallone irgendwann einmal bei diesem Widerstandskämpfern sonst was in der Kanalisation ist. Und was es dort gibt, was es sonst nirgends mehr gibt in der Zukunft, ist eine Burgerbude. Und Stallone bekommt einen Burger und Bier und freut sich wahnsinnig drüber. Und Sandra Bullock ist so wahnsinnig angeekelt davon. Und als er fragt, was für ein Fleisch in diesem Burger drinnen ist, wird ihm gesagt, es ist Rattenfleisch. Und Stallone so, eigentlich gut, ja. Hab ich mir nicht so gut vorgestellt. Ist richtig, richtig witzig. Und mehr möchte ich euch über die Story an sich gar nicht mehr erzählen, vor allem weil ab diesem Moment einfach nur mehr der Teil kommt, wo Stallone dann quasi mit den offensichtlichen Bösewichten abrechnet und die Action dominiert dann das Ende des Films. Und ich muss eines wirklich sagen, Demolition Man, wow! Ich bin kein großer Fan irgendwie von Sylvester Stallone, weil ich von ihm immer wieder ziemlich schwache Filme gesehen habe. Und der ist aber zumindest von den Stallone-Filmen, die ich bis jetzt kenne, einfach der Beste. Mit großem Abstand. Der Film hat toll inszenierte Action, hat eine Story bar jeden Verständnisses für Schwachsinn, aber ist genau für diese Story meiner Meinung nach was echt Besonderes. Der Film hat offensichtlich mit sich selbst Spaß und deswegen kann man als Publikum mit diesem Film Spaß haben. Es ist ein Film, der sich zu keiner Zeit ernst nimmt, den man den Spaß, den die Produzenten bei der Entwicklung hatten, wirklich auch ansieht. Es ist eine Science-Fiction-Action-Komödie. Nur mit dem Unterschied, dass die Komödie, dass der lustige Teil zwar meiner Meinung nach nicht auf einer unfreiwilligen Basis erfolgt, aber nicht auf offensichtlicher Basis. Das heißt, man muss sich seinen Spaß aus diesem B-Movie-Charme, aus dem bisschen Trash-Faktor, den der Film zu bieten hat, einfach raussuchen. Aber wer sich damit anfreunden kann, wer es mit sowas seinen Spaß hat, bitte, bitte, bitte schaut euch Demolition Man an. Ich habe mich bei dem Film absolut großartig unterhalten.